Moin, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Heute geht es wieder um Leo. Wenn ihr dieses Video seht, ist er schon eine Woche bei uns und ich dachte, ich zeige euch mal unseren Alltag, beziehungsweise wir haben keine richtige Struktur. Noch passen wir uns ein bisschen an Leo an, also gucken, wann er raus muss, wann er schläft, wann er spielt und so weiter. Man muss ja irgendwie immer ein Auge auf ihn haben, weil er ist noch ein kleines Baby, damit er keinen Mist baut. Und genau, ich dachte, ich nehme euch heute einfach mit, zeige euch, was wir machen, wie der Tag bei uns so ungefähr abläuft. Jeder Tag läuft ein bisschen anders ab, aber trotzdem passieren eigentlich immer die gleichen Sachen in Bezug auf Leo. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Dieses Video ist übrigens unterstützt von iGral, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich sitze jetzt hier gerade einmal im Wohnzimmer. Leo ist heute einmal um 2:30 Uhr nachts aufgewacht und wollte raus. Um 3 Uhr hat er sich dann nochmal gemeldet. Das habe ich gar nicht gehört, das hat Max gehört. Er wollte nämlich was zu trinken haben. Also er hatte eine Schüssel in seinem Bett und die war leer. Und er wollte noch was zu trinken haben. Max hat ihm dann was gegeben. Und dann hat er sich nochmal um 6 Uhr gemeldet und wollte nochmal raus. Danach haben wir nochmal bis 7:30 Uhr geschlafen. Also, ich finde, das geht voll. Wir haben auf jeden Fall genug Schlaf bekommen. Max und ich bearbeiten jetzt hier Videos und der kleine Leo macht jetzt hier einen kleinen Nap. Der ist anscheinend schon sehr kaputt. Der hat sich heute auch richtig ausgepowert. Mittlerweile ist es schon 12 Uhr. Wir waren gerade einmal kurz draußen. Der kleine Mann hat Pipi gemacht. Und ich denke mal, jetzt ist wieder Spielzeit. Er hat sehr viel geschlafen. Und jetzt wird noch ein bisschen gespielt. War süß. Hi. Wer kommt denn da? Hi. Der freut sich immer voll. Auch wenn Max zum Beispiel streamt und dann wieder runterkommt, steht er direkt auf und wartet, bis Max ihn streichelt. Und während Leo jetzt spielt, gehe ich mal ins Schlafzimmer. Hier ist das reinste Chaos ausgebrochen. Das Bett ist noch nicht gemacht. Hier steht noch die Wäsche. Da hinten liegen noch ein paar Klamotten. Das werde ich jetzt machen. Ich war gerade dabei aufzuräumen. Und Max rennt raus. Hast du eine Tüte? Ich glaube schon. Max rennt raus. Er hat angefangen, beziehungsweise wollte gerade Kacke machen. Natürlich hat Max das gesehen. Und jetzt geht's einmal raus. Und da sitzt er jetzt und macht sein Geschäft. Und jetzt geht's weiter ans Aufräumen. So, das Schlafzimmer ist jetzt wieder sauber. Kleinig ist wieder am Flitzen. Komm. Solange Leo jetzt noch etwas spielt, wollte ich etwas für ihn bestellen. Und ich würde sagen, das machen wir mal zusammen. Ich habe ja schon am Anfang des Videos erwähnt, dass das Video von iGral unterstützt wird. Und iGral ist ein Cashback-Anbieter. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr iGral schon kennt. Für alle, die nicht wissen, was das ist, durch iGral könnt ihr beim Online-Shopping dauerhaft Geld sparen. Das funktioniert so, dass ihr etwas über iGral bestellt. Die zahlen euch dann einen Teil des Einkaufs zurück und das wird euch wieder auf euer Konto überwiesen. Für deine Einkäufe, die du über iGral tätigst, erhält iGral eine Vermittlungsprovision von dem Partner, die bis zu 90% an den User weitergegeben wird. Das Coole ist, sie arbeiten mit über 1500 Partnershops zusammen, wie zum Beispiel C&A und Only. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. So, ich bin jetzt hier auf iGral und als allererstes melden wir uns natürlich an. So, ich habe mich jetzt angemeldet. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Und wie ihr sehen könnt, habe ich direkt 10 Euro Startguthaben bekommen. Über den Link in der Infobox bekommt ihr nämlich anstatt 5 Euro Startguthaben ganze 10 Euro Startguthaben. Deswegen schaut dort unbedingt vorbei. So, ich gebe jetzt hier oben mal bei Suchen Fressnapf ein. Ich möchte ja nämlich etwas für Leo bestellen. Und dann seht ihr hier auch schon ein bisschen so eine Übersicht. Wenn man jetzt hier zum Angebot geht, seht ihr, bekommt man als Neukunde 5% Cashback. Und wenn man schon ein Kundenkonto hat, bekommt man trotzdem immer noch 3% Rabatt. Und ich finde, auf Dauer macht das einfach total Sinn. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal zum Angebot. Und jetzt sind wir auch schon auf Fressnapf. Und jetzt kann man zum Beispiel ganz normal den Online-Shop tätigen. Also ihr könnt überall gucken, was ihr braucht. Wie gesagt, es gibt auch C&A und Only dort, da könnt ihr ganz normal shoppen. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt mal und dann zeige ich euch gleich, was ich für Leo ausgesucht habe. So, ich habe mir jetzt hier einmal drei Sachen ausgesucht. Einmal so ein süßes Spielzeug, da konnte ich einfach nicht nein sagen. Ich hoffe, Leo wird sich freuen. Dann einmal eine Hundedecke und noch das Futter, was wir für Leo immer holen. So, ich habe jetzt die Sachen, die ich euch gerade eben gezeigt habe, auf Fressnapf bestellt. Und jetzt sind wir hier nochmal auf meinem Kontostand auf iGral. Und ihr seht, da hat sich jetzt schon geändert. Und zwar auf 10,62 €. Ab einem Betrag von 20 Euro könnt ihr euch das Ganze auch auszahlen lassen über eine Banküberweisung oder PayPal. Über iGral bekommt ihr auch ganz viele gute Scheine, die könnt ihr natürlich auch mit dem Cashback kombinieren. Heißt, ihr spart im Endeffekt sogar noch mehr. Außerdem gibt es auch einen Cashback-Melder. Wenn ihr dann zum Beispiel nicht über iGral auf einen Online-Shop geht, wird euch oben angezeigt, dass es dort auch Cashback gibt und den könnt ihr auch dann dort aktivieren und dort wird euch auch euer Guthaben angezeigt. Und natürlich gibt es auch eine iGral-App. Ich blende euch jetzt mal ein, wie das Ganze bei mir aussieht. Ist sehr praktisch als App, wenn man es vor allem dauerhaft nutzt und es gibt es natürlich für iOS und Android. Außerdem hat iGral regelmäßig Sonderaktionen, wie zum Beispiel jetzt das Oster-Special, das vom 2.4. bis zum 4.4. geht. Dort wird das Cashback sehr stark erhöht und es gibt exklusive Gutscheine. Auf jeden Fall wird jetzt wieder gespielt. Mal gucken, welches Spielzeug wir nehmen. Okay, er sucht sich selber eins aus. Es wird doch die Ente. Okay, dann spielen wir damit. Komm.
Die Ente ist größer als du. Ja, mein Handy ist runtergefallen, ne? Mhm. Hier hat er übrigens noch so ein Spielzeug, das hat er sich vorhin geholt. Das mag er auch ganz gerne. Ne? Ja. Und seitdem Leo da ist, mache ich so viele Fotos und Videos von ihm. Ich glaube, ich habe bald keine Handyspeicher mehr, weil egal was er macht, er sieht dabei so süß aus, dass ich davon ein Foto machen muss. Er hat ja auch einen eigenen Instagram-Account, also werden die da auch online kommen. Und genau, ich finde es einfach, alles was er macht, ist so süß, ich muss es einfach filmen. Und bei Bella vor allem zum Beispiel haben wir früher nicht so viele Fotos und Videos gemacht, was eigentlich mega traurig ist. Deswegen mache ich jetzt umso mehr, damit man halt später auch noch Erinnerungen hat, weil das ist eigentlich immer voll süß. Von Bella haben wir vielleicht 3, 4 Fotos, wo sie etwas kleiner ist und da erkennt man das halt nicht mal wirklich so gut drauf. Deswegen mache ich gerade so viele Videos. Es ist so lustig, ihn zu beobachten. Er hat hier übrigens wieder voll viele Spielsachen liegen. Die bringen wir jetzt mal wieder zurück. Jetzt wird die Ente wieder. Da. Okay, die Ente ist wieder dran. Die mag er total gern. Und jetzt kommt etwas, was Leo überhaupt nicht mag. Und zwar ist es das Kämmen. Das hasst er über alles. Wir haben es gestern das erste Mal gemacht. Ui. Er tat mir so leid teilweise, aber wir versuchen wirklich vorsichtig zu sein. Aber ich weiß ja, wie das ist, wenn man einen Knoten in den Haaren hat, dann tut das halt auch mal weh. Und er quiekt dann richtig. Und ja. Ihr werdet das gleich sehen. Kurz einen Spaß, ganz kurz. Ja, ihr werdet das auf jeden Fall gleich sehen. So, wir nehmen euch jetzt dabei mit. Wir haben hier einmal so einen Kamm und einmal eine Bürste. Er sieht schon. Er mag das halt überhaupt nicht. Ich fange erstmal mit dem Groben an. Aber es muss sein, sonst verknotet sich sein Haar. Und nachher wird es noch schlimmer. Ja. Er drückt sich aber auch nicht weg, ne? Nein. Er guckt mich so an, weiß ich nicht. So, was will der von? Jo. Ui, 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 ui. So, jetzt kommt die Bürste. Bist gleich fertig. Mehr kann nicht mehr lange. Nein. Tut mir leid, aber wir müssen da durch. Ich mach ganz vorsichtig. Ja, das wird doch lustig. Kurze Pause und dann machen wir das zu Ende, aber ihr habt gesehen, er mag das überhaupt nicht. So, der Kleine ist wieder frisch gekämmt. War auf jeden Fall wieder ein lustiges Abenteuer. Es tut ihm weh, das ist auch klar, aber wenn man das nicht macht, bilden sich umso mehr Knoten und irgendwann besteht er nur noch aus einem Knoten. Also muss er da durch. Jetzt sind wir aber erstmal fertig für heute. Morgen ist das Gleiche dann nochmal dran. Nur er weiß noch nichts von seinem Glück. Wir versuchen auch so gut es geht, ihn an den Staubsauger zu gewöhnen, damit er davor keine Angst hat. Wenn es lauter wird, hat er Angst, aber so diese Lautstärke, das geht. Davor hat er nicht so wirklich Angst. So, Leo bekommt jetzt nochmal Essen. Und ich mache uns gerade auch Essen. Perfekt. Aber Leo als erstes. So, wir sind mit Leo wieder draußen. Das ist noch von vorhin. Ja, mal gucken, ob er jetzt macht. Wir hatten das Gefühl, dass er muss. Da ist noch von vorhin, genau. Wir waren auch vor kurzem, also gerade eben, einmal wieder die Runde spazieren. Das habe ich jetzt nicht mitgefilmt, weil ich mich sehr auf Leo konzentrieren musste. Er ist mir die ganze Zeit vor die Füße gelaufen. Mittlerweile ist es jetzt schon abends. Es ist 8:30. Wir haben was zu essen bestellt, beziehungsweise meine Schwester ist da. Hi! Sie übernachtet nämlich heute bei uns. Wir haben was zu essen bestellt. Max streamt gerade noch und guckt mal. Leo ist total platt und schläft. Und genau, gleich kommt das Essen. Wir müssen dann noch mit Leo raus, wenn er aufwacht. So, wir waren gerade eben noch mal draußen. Er hat Pipi gemacht. Und es ist mittlerweile 21 Uhr. Heißt, es gibt lecker Essen. So, wir waren gerade noch mal draußen, nachdem Leo gegessen hat. Und jetzt gibt es hier Essen. Leo spielt jetzt hier noch mal ein bisschen. Währenddessen machen wir hier jetzt die Couch für Angie fertig. Und wir machen uns dann auch fertig. Und dann geht es noch einmal ein letztes Mal raus für heute. Beziehungsweise vorm Schlafen. Er ist leider noch gar nicht müde. Aber jetzt wird gleich geschlafen. Und dann würde ich sagen, war es auch mit diesem Video. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Igral für diese Zusammenarbeit. Und dann hinterlasst dem Video gerne da nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!